Welsangeln ist etwas ganz Spezielles. Klar, kleinere Welse bis 1,20 Meter oder 1,30 Meter Länge kann man gut auch mit Hechtgerät fangen, wenn es nicht gerade viele Hindernisse im Wasser gibt. Aber wie hier am Ebro, wo es richtig große Fische gibt, ich sage jetzt mal 50, 60 Pfund und weiter hoch bis 100 Kilo und mehr, da ist schon spezielles Material gefragt. Im Rutensektor gibt es spezielles Material, das für den Wels ausgelegt ist. Da steht dann drauf irgendwas mit The Giant, Big Cat und ähnliche Dinge. Aber man kann auch noch etwas anderes verwenden, und zwar Ruten aus dem Meeresregal. Wie hier. Da habe ich zum Beispiel eine Rute der Klasse 20 bis 30 Pfund, die normalerweise zum Beispiel in Norwegen zum Einsatz kommt. Auch so eine Rute ist sehr gut zum Welsfischen geeignet. Rollen sollten aufgrund der extremen Kräfte, die beim Drill auftreten können, ebenfalls sehr stabil gebaut sein. Das heißt, ich brauche ein stabiles Getriebe, ein stabiles Gehäuse, eine dicke Spulenachse, die nicht so leicht verbiegt, und außerdem muss er ein großes Schnurfassungsvermögen besitzen. Denn durch die dicken Schnüre, die wir hier oft verwenden, wäre eine Rolle mit zu geringem Fassungsvermögen oft zu früh am Ende und man hätte zu wenig Schnur auf der Rolle. Spezielles Vorfachmaterial wie zum Beispiel Kevlar sollte unbedingt eine Tragkraft zwischen 80 und 100 Kilogramm aufweisen. Denn im Drill, wenn der mal ein bisschen länger geht, scheuern die Zähne vom Wels viel auf diesem Vorfach herum, und wenn das dann zu dünn ist und es gehen einige Fasern kaputt, dann kann es zum Schnurbruch kommen. Stabilität ist auch bei den Haken oberstes Gebot, denn es nützt nichts, wenn ich starke Ruten, starke Rollen, starke Schnüre verwende und am Schluss biegt der Haken auf. Am gängigsten sind zum Wallerfischen Hakengrößen ab 3-0, 4-0 aufwärts bis 8-0, teilweise sogar 10-0. Große Beachtung sollte man auch Kleinteilen schenken, wie zum Beispiel Karabinern, Wirbeln, Sprengringen, denn genau diese Punkte sind es, die auch eine Verbindung zum Fisch darstellen und deshalb auch hier auf hohe Qualitätsstandards achten. Beim Wallerfischen kommen fast ausschließlich geflochtene Schnüre zum Einsatz. Die Tragkraft reicht von etwa 28 Kilogramm bis hinauf zu 70 Kilogramm, was von der jeweils eingesetzten Angeltechnik abhängt. Zum Beispiel beim Spinnfischen sind 28 Kilo, 30 Kilo in dieser Größenordnung richtig, wogegen man beim Bojenangeln und Klopfen locker auf 50, 60, 70 Kilo hochgehen kann. Am liebsten montieren wir unsere Ausrüstung schon am Tag vor dem Angeln. Nichts ist lästiger, als alles erst vorbereiten zu müssen, statt gleich mit dem Fischen zu beginnen. Eine große, oft unverzichtbare Hilfe beim Welsangeln ist das Boot. Selbst wenn man vom Ufer aus fischt, ermöglicht oft erst ein Boot das Auslegen der Köder und einen erfolgreichen Drill. Ein solider Fischgreifer ist eine praktische und bequeme Landehilfe für kleinere Welse. Der vorstehende, wulstige Unterkiefer lässt sich leicht fassen und bietet optimalen Halt. Klassisch landet man den Wels mit dem Wallergriff. Dabei fasst der Daumen bei kleineren Fischen über den Unterkiefer, während die übrigen Finger von unten dagegen halten. Ein Handschuh schützt vor den Zähnen des Welses. Klar, die eher kleinen Zähne sind bei weitem nicht so gefährlich wie beim Hecht. Schüttelt sich der Wels jedoch, kann es ohne Handschuh schmerzhaft werden. Vermeiden sollte man es, den einmal gefassten Fisch loszulassen. Sonst gerät die Hand vielleicht unkontrolliert in die Nähe einer Hakenspitze. Bei größeren Welsen greifen wir lieber mit vier Fingern über den Kiefer und fassen mit dem Daumen von unten zu. Bei wirklich großen Fischen kann man auch mit beiden Händen zupacken. Mit dem Wallergriff hat man den Fisch so gut unter Kontrolle und kann ihn sicher halten.
Speziell bei großen Fischen sollte man sich vor der Landung vergewissern, dass der Wels wirklich ausgedrillt ist. Dazu gibt man ihm einen leichten Klaps auf den Kopf. Erst wenn er darauf nicht mehr mit einer Flucht reagiert, ist er reif zur Landung. Jetzt gibt es kaum noch Gegenwehr. Wälse lassen sich prinzipiell zu jeder Tages- und Nachtzeit fangen. Jedoch gibt es Umstände, wo sie offenbar besser im Hellen oder Dunkeln beißen. Wann es im gerade befischten Gewässer zur jeweiligen Zeit am besten läuft, muss man durch Versuche und Gespräche mit anderen Anglern herausfinden. Hört man allerdings, dass die Waller irgendwo grundsätzlich nur bei Nacht an den Haken gehen, sollte man es unbedingt bei Tag probieren. Dann sind vielleicht Sternstunden möglich. Prima, einmal mehr Teamwork. Genau. Tres hombres. Und hasta la vista, baby. Also bessere Speisewelt habe ich noch nicht. Hier haben wir bis weit in die Dämmerung hineingeangelt, auch wenn die Fische bereits tagsüber gut gebissen hatten. Tatsächlich geht das Beißen weiter. Erst als das Licht gerade noch für eine gute Sicht bei der Rückfahrt ins Camp reicht, brechen wir für heute ab. Gelb. Mm-hmm.